Also einen wunderschönen guten Abend eben zu unserem heutigen Webinar. So wie ich das sehe, kennen mich ja schon alle. Wie gesagt, ich möchte nochmal das erwähnen, dass diese Webinare ganz gezielt auch dazu da sind, dass man auch Interessierte einlädt, dass man sich darüber informieren kann, was ist eigentlich Skyway, eben das innovative Transportsystem der Zukunft, und wie wir, die schon lange das Ganze verfolgen und unterstützen, wissen, geht es ja bei Skyway nicht mehr nur um Skyway, sondern es geht ja eigentlich schon um SkyWorld. Und all über diese Dinge darf ich euch heute nochmal berichten und für den einen oder anderen eben das Ganze auffrischen. Wir sehen hier im Bild, ich schenke mir jetzt, über was wir alles sprechen, einen Ausschnitt aus dem Ökopark. Und hier unten auch neue Bilder. Und ich werde im Laufe dieser Präsentation eben so einige Punkte behandeln. Was ist Skyway? Was steckt in den ganzen Unternehmen und so weiter? Und dann am Ende natürlich die neuesten Informationen, die wir bekommen haben seit dem letzten Webinar. Gut. Wir kennen dieses Bild hier, Deutschland im Stau, nicht nur Deutschland, das Ganze gilt eigentlich für weltweit. Deutschland sind wir noch relativ gut bestückt. In anderen Ländern ist es noch viel, viel schlimmer. Aber wir leben nun mal in Deutschland, Österreich, Schweiz, und dann interessieren wir uns eben für diese Bilder. Und ich habe dieses Jahr schon zweimal dieses Bild erlebt, einmal stehend, einmal nur wartend. Und wir wissen, Staus auf der ganzen Linie ist so der Standard geworden weltweit. Und überall sucht man Lösungen, um das zu vermeiden, nämlich Unfälle mit Personenschaden, Sachschaden sowieso, aber vor allen Dingen auch um die Todesfälle. Da komme ich heute noch mal intensiver darauf, und um die Verletzten zu vermeiden. Diese Statistik schenken wir uns heute mal, weil ich werde das Thema dann bei den Neuigkeiten nochmal anpacken. Auch hier zu diesem Thema: Seilbahnen, sind Seilbahnen die Lösung? Überall ist es Tagesthema in der ganzen Presse, aber sind Seilbahnen wirklich die Lösung? Ich werde euch eins verraten, ich gehe auch da in den News nochmal darauf ein, dass das eine Lösung sein kann, aber sicherlich nicht das Optimum. Warum? Da gehe ich dann nochmal konzentriert heute drauf ein. So, aber erst schauen wir uns mal an, was ist überhaupt Skyway? Wo liegen die Vorteile? Was ist die Besonderheit? Skyway ist ein Transportsystem auf der zweiten Ebene, eben ähnlich wie die Seilbahn oder auch Einschienenbahn, kennt man. Es gibt schon Transportsysteme auf der zweiten Ebene, aber da gibt es eben einen gewaltigen Unterschied. Und einer der wichtigsten Unterschiede ist, mal abgesehen, dass es auf 200 bis 100 Metern möglich ist, das kann eine Seilbahn auch, aber es gibt hier vier verschiedene Schienenarten. Also es ist kein Seil, sondern es ist eine Schiene, und es gibt hier mittlerweile vier verschiedene Schienenarten für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche und Geländearten. Und das ist das Besondere an Skyway, dass man hier zum Beispiel Bergregionen damit bedienen kann, bis zu 30% Steigung im Moment. Seehäfen kann man bedienen, also Hafenlösungen. Ich war ja dieses Jahr auch in Hamburg, habe mir das Ganze mal angesehen, war hochinteressant. Aber Skyway bietet hier eben optimale Lösungen für deren Problematik, sogar mit eigenen Be- und Entladesystemen. Und ist auch schon sehr gefragt. Hier laufen auch schon sehr viele Verhandlungen in diesem Bereich. Dann gibt es Stadtlösungen, die sogenannten Smart Cities Konzepte, Frachtlösungen, und Highspeed soll auch kommen. Also das ist natürlich noch ein bisschen fernere Zukunft, muss jetzt das Testgelände her. Aber es gibt auch hier Lösungen und natürlich auch sogenannte kostengünstige Lösungen für die letzte Meile. Das ist einfach wie ein außenliegender Ort, eben wo keine starke Frequentierung ist, auch möglichst kostengünstig eben an den Transportweg angegliedert werden kann. Wir sehen hier einige Bilder hier, Stadtlösungen, Highspeed und so weiter. Hier die Hafenlösung, und hier, das ist das Be- und Entladesystem zum Beispiel. Ist ein Bild, ein Originalbild von der Teststrecke in Minsk. So, Skyway bietet zudem noch multiple Nutzungsmöglichkeiten der Strecken. Zum Beispiel hat man ein völlig autonomes Energieversorgungssystem,
das nicht nur Skalbe versorgt, sondern die Überschüsse können auch in die umliegenden Dörfer zum Beispiel mit eingespeist werden und es können Strom, Internet und weitere Infrastruktur in das System eben mit integriert werden. Wie das aussieht, das schauen wir uns dann bei der Technologie an. So, hier liegen die Vorteile der Technologie in erster Linie natürlich in der Verkehrssicherheit. Es gibt bei Skyway nämlich keine Kreuzungen. Das Ganze, somit sind Kollisionsgefahren ausgeschlossen, eben wegen der fehlenden Kreuzungen und weil es sich auf der zweiten Ebene bewegt. Das heißt, Tiere, Fahrradfahrer, Menschen oder auch andere Autos können nicht in Kollision geraten mit den Skyway-Fahrzeugen. Dann hohe Stabilität der Schienenfahrzeuge vor Überschwemmungen, Stürmen und Erdbeben und Terror ist man geschützt, eben durch den speziellen Aufbau. Da gehe ich auf das eine oder andere dann noch ein bei der Technologie. Und jetzt ganz neu, eben 2017 angefangen mit der Technologie. Das Ganze ist Blockchain gesteuert und dadurch wird der Faktor Mensch auch ausgeschlossen. Umweltfreundlich ist es. Schon allein wegen der Struktur, das Ganze, wenn man Straßenbau anschaut, hier wird alles zugepflastert, weiß nicht, 10% oder was der Erde sind schon mit Straßen zugepflastert, das ist enorm, das ist auch Lebensraum, der uns fehlt, uns Menschen und uns Tieren. Wenn man das auf der zweiten Ebene macht, ist es viel besser, man hat diese Erdaushüppe wie beim Straßenbau oder im Schienenbau, Tiere werden nicht gestört, Grundwasserspiegel wird nicht gestört. Und die lästigen Haushaltsabgas- und Reifenabriebe hat man auch nicht. Und was noch dazu kommt, man hat sehr niedrigen Energiebedarf, kommt wieder bei der Technologie. Komfortabel ist das Ganze, wie gesagt, keine Kreuzungen, niedrige Fahrgeräusche, fast keine kann man sagen. Ganz anderes aufgebautes System, sogenanntes Tür-zu-Tür-System. Das heißt, es gibt hier keine festen Fahrpläne, sondern wenn eine Person da ist, kommt ein Fahrzeug automatisch, das wird durch Sensoren gemessen und man kann eben dahin fahren, wo man möchte. Das ist alles computergesteuert und automatisch und kein Mensch spielt hier mit. Also spielt auch hier der Faktor Mensch keine Rolle, fährt er schlecht oder gut, sondern das ist alles eben automatisiert und gleichmäßig. So, aber die größten Vorteile der Skyway-Technologie liegen natürlich in dem, was uns immer interessiert, egal um was es geht, nämlich in den Kosten. Erstens mal in den Errichtungskosten und dann natürlich auch in den Betriebskosten. Und bei den Baukosten spielt natürlich eine Rolle, dass man wenig Flächenbedarf hat, geringe Kosten schon mal für diese Erdarbeiten, nicht wie bei der Straße, wo man jahrelang an einer Straße baut. Das geht hier ruckzuck. Man hat hier diese Erdarbeiten gar nicht. Und man hat relativ geringen Bedarf an Stahl und Stahlbeton, nicht so wie bei der Eisenbahn, weil die Schiene eben nicht nur aus Stahl besteht. Das sehen wir dann bei der Technologie. Das Ganze ist allwettertauglich, also ist völlig egal, welches Wetter. Skyway kann immer fahren. Niedrigster Kraftstoffbedarf, auch dann bei der Technologie. Automatisch gesteuert, bedienarmes System. Das heißt, wir brauchen keine Menschen, die bezahlt werden müssen. Und man kann dann bei Highspeed oder später sogar bei Hyperloop sogar hohe Geschwindigkeiten erreichen, beim normalen Highspeed bis 500 Stundenkilometer. Und das ist natürlich auch ein Zeitfaktor und auch ein Kostenfaktor. Und all diese Faktoren zusammengerechnet führen dazu, dass es zu einer schnellen Amortisierung kommt, zu einer schnellen Rentabilität. Man spricht von 3 bis 5, eventuell 8 Jahren in extrem langen Phasen, wo wenig Frequentierung ist, vielleicht 10 Jahre. Aber da sind in anderen Systemen dann wesentlich längere Zeiten angesetzt wie bei Skyway. Allein wenn man hier diesen kleinen Bahnhof anschaut und wenn man bedenkt, was andere Bahnhöfe für Kosten verursachen, das ist natürlich ein extremer Vorteil auch im Vergleich zur Schiene. So, und dann schauen wir uns mal die Technologie im Detail an. Warum ist das Ganze so interessant, so kostengünstig? Was hat Skyway oder Junitsky, der Erfinder, gemacht? Er hat im Prinzip vorhandenes Wissen miteinander optimal verknüpft. Man weiß, beim Flugzeug, wenn es oben ist, hat es wenig Luftwiderstand. Aber es muss nach oben, es muss den Auftrieb haben, dafür braucht man viel Energie. Gut, also wenn ich schon oben bin, nämlich auf der Schiene, brauche ich nicht nach oben. Also fällt dieser Faktor Energie weg, Luftwiderstand ist gering. So, beim Auto habe ich unten viel Luftwiderstand und ich brauche nicht nach oben. Also diesen Faktor Luftwiderstand, wenn er oben ist,
habe ich reduziert, weil ich oben bin. Und deshalb ist es natürlich optimiert, wenn man sich auf der zweiten Ebene auf eine Schiene bewegt. Dadurch habe ich keine Verluste durch die Erdanziehung, die Gravitation. Ich habe nicht diesen Bodeneffekt, diese turbulenten Strömungen, die hier sind, die das Ganze eben verschlechtern. Ich habe ein hohes Sicherheitsniveau, das haben wir ja schon gehört, keine Kollisionsgefahr. Und ich habe noch zusätzlich, weil es Elektromotoren sind, die Reduzierung der Energieverluste durch Elektromotoren, weil ich habe hier kein Getriebe oder was sonst noch, diesen Umwandler, was man alles braucht. Beim Auto zum Beispiel habe ich eine Energieausnutzung bei 30, soll es mal gut sein, 40%, bei Elektromotoren eben 95 oder manchmal sogar 97%. Und dadurch habe ich eine viel höhere Effektivität und viel niedrigere Energiekosten. Und das ist natürlich ein wichtiger Kostenfaktor. So, dann habe ich ja schon gesagt, Skyway hat mittlerweile vier verschiedene Schienensysteme. Jetzt schauen wir uns erstmal die Basisschiene selbst an. Ich habe ja gesagt, wenig Stahl im Verhältnis. Es gibt hier nur einen Stahlschienenkörper und dieser Schienenkörper ist in der Mitte, man sieht es hier, mit einem sogenannten String versehen. Also die Technologie ist im Prinzip, das sind vorgespannte Stahlseile, die miteinander beim Spannen noch verdreht, also verschiedene Stahlseile miteinander verdreht. Hier sieht man es zum Beispiel deutlich, Stahlseile. Wenn man die miteinander verdreht, dann werden die hier in den Spannstellen vorgespannt und im Prinzip hält diesen Schienenkörper dieser String und nicht die Schiene. So, der Vorteil daraus ist, dass eben zum Beispiel bei einem Erdbeben, wenn ein Pfeiler wegbricht, spielt jetzt keine Rolle, weil eben diese Strings ja vorgespannt sind und dieser Pfeiler hier natürlich eine Stütze ist, aber nicht zwingend notwendig, bricht nicht alles ein, man muss halt langsamer fahren. So, also dieser String, diese vorgespannten Seile sind der Kern dieser Schiene. Außen herum ist der Schienenkörper und in der Mitte, hier sehen wir, ist Spezialbeton. Warum Spezialbeton? Erstens mal natürlich, damit wir weniger Stahl brauchen. Zweitens mal, das ist sehr bedeutend, damit man die Schwingung des Stahls unterdrückt. Zudem enthält dieser Spezialbeton, außer der speziellen Körnung, die er enthält, noch eine Substanz, die das Rosten verhindert. Und das sorgt dafür, dass die Schiene sehr langlebig ist. Man spricht von 50 bis 100 Jahren, dass sie nicht erneuert werden muss. Hat auch noch einen wichtigen Punkt, wenn ich dann zum Rad komme, zum Vergleich zum Eisenbahn. So, also das ist nun mal der klassische Schienenkörper. Es gibt dann hier diese starre Konstruktion, die verwendet man zum Beispiel für schwere Fracht oder für Highspeed. Das sieht man jetzt hier, Bilder aus dem Ökopark. Da fährt oben dann eben zum Beispiel das Highspeed-Fahrzeug oder ein Frachtfahrzeug könnt ihr oben fahren und unten können leichtere fahren. Das ist die starre Konstruktion. Dann gibt es noch eine ganz besondere, ja, den weht es aber wieder runter, weil die Schiene ist so filigran, dass die nicht stört. Der kann sich gar nicht halten, der Sand oben. Das zum Thema. So, dann haben wir hier dieses, das ist eine ganz besondere Schiene, nämlich diese ganz filigrane, dünne Schiene ist natürlich nicht für schwere Last gedacht, aber für leichte Module, zum Beispiel im Stadtverkehr. So kann man von A nach B, entweder zwischen Hochhäusern oder zwei Türmen im Gebirge oder zwischen hier wie auf der See zwischen zwei schwimmenden Inseln, kann man bis zu 5 Kilometern, je nachdem, was man für eine Substanz verwendet im Schienenkörper, weil es gibt ja auch außer Stahl noch zum Beispiel so spezielle Materialien, die eben viel leichter sind aus einer speziellen leichteren Phase, kann man auch weitere Reichweiten erreichen. Da kann man also bis zu 5 Kilometer Spannweite machen und runter geht es automatisch, weil wir wissen ja, die Erdanziehung geht es nach unten, der Druck zieht nach unten und nach oben bremst es automatisch. Also brauche ich nur einen kleinen Antrieb, dass es erstmal sich bewegt. Dann kann man das so berechnen, dass man von A nach B fast ohne Energie eben fährt. Das wäre eben ganz sinnvoll, zum Beispiel in Städten zwischen Hochhäusern. Und so kann man enorm Energie sparen. Und was auf der einen Seite ökologisch ist, wir haben es ja im Moment mit unserer Greta, die ja so viel Trubel sorgt in Bezug auf Ökologie und
Ja, Energieeffizienz und so weiter ist ja ein ganz wichtiger Faktor im Moment. Und da kann Skyway natürlich eine wichtige Rolle spielen. Und wie gesagt, auf dieser Schiene, ja, weil das gerade gelesen habe, da hält sich kein Sand. Ja, wer den Wüstensand kennt, und ich war dieses Jahr eben in Dubai im Innovationscenter, da hält sich kein Sand drauf. Und allein schon beim kleinsten Luftzug würde der runterfallen. Aber das werden wir sicher dann noch als Beweis bekommen, wenn die erste Strecke jetzt dann eingeweiht ist dort. Und dann haben wir noch das letzte Jahr neu entwickelte System für die Endlösung hier mit diesem Uniwind oder eben für leichtere Fahrzeuge. Und was daran besonders ist, wir kennen ja die sogenannte Seile bei der Seilbahn, das sieht so aus. Da hat man eben hier auf das Seil diese punktuelle Belastung. Und diese punktuelle Belastung sorgt eben dafür, dass die Seile sehr häufig erneuert werden müssen. Im Normalfall alle 6, 8 Jahre, da komme ich bei den News noch dazu. Bei Skyway ist das nicht der Fall. Warum? Weil um dieses Seil ist in einem sogenannten Stahlrohr. Das Stahlrohr ist in einem Stück, es kann auch aufgewickelt sein, ist übrigens aus Welser, von Welser Profile ist das Stahl aus Österreich. Und in dieses Stahlrohr wird eben dann dieser String eingezogen. Und so ist die Auflagefläche, ja, wo es einfach in der Halterung drinnen, der Druck ist eben hier verteilt auf eine große Fläche und somit kommt es nicht zu einem Abrieb wie eben beim Seil hier. Und das ist der große Unterschied eben, warum diese Endlösung erstmal, es ist sehr kostengünstig im Verhältnis. Ich habe mal was gehört von 500.000 pro Kilometer. Das ist im Transport gar nichts. Und es ist natürlich hervorragend eben, um so kleine Dörfer wie in Russland oder in Afrika damit zu versorgen. Und diese Strecke wird auch in Sharjah zum Beispiel gezeigt werden. So. Ich habe euch ja versprochen, wie sieht es mit dem Abrieb aus? Hier das Beispiel mit dem Rad. Das Rad selber ist ja motorisiert, ein sogenannter Allrad. Das heißt, jedes Rad ist einzeln motorisiert. Wenn mal eins ausfällt, auch kein Problem, dann fahren die anderen. Und wenn zwei und drei ausfallen, dann fährt halt das vierte, dann wird es halt langsamer. Aber das ist auch kein Problem. Das haben wir ja mit Junitzke seinen Tests mit seinem Hundi, sage ich immer, gesehen. Wenn das langsamer wird, dann wird das Folgefahrzeug automatisch auch langsamer und somit gibt es halt keine Kollisionsgefahr. So, aber was hier entscheidend ist, dieses Rad hier, das sieht man ganz deutlich, liegt hier auf der Schiene sehr breitflächig auf. Im Gegensatz zur Eisenbahn, da hat man dieses Anti-Entgleissystem, ist hier dieser Schnabel. Das sieht man jetzt hier so. Das hat man einmal rechts und einmal links natürlich und das hält die Eisenbahn, sollte es in der Spur halten. Bei Skyway ist das ein bisschen anders. Da hat man hier dieses Stützrad an beiden Seiten, an der Seite, das auch entsprechend breitflächig aufliegt und um ein Zehnfaches das Ganze eben sichern soll im Vergleich, was eigentlich nötig wäre. Also das muss einen hohen Sicherheitsstandard haben. Deshalb auch eine hohe Sicherheit auch bei Erdbeben oder auch bei Stürmen. Ja, ich bin kein Techniker, aber bisher hat sich alles bewiesen und ich denke, gut, ein tausendprozentiges Risiko gibt es halt, oder kein Risiko zu haben, gibt es nirgends. Nur hier ist es schon sehr, sehr stabil alles geplant. So, aber was hier entscheidend ist, durch diese breite Auflagefläche im Vergleich zu hier, zur Eisenbahn, hier habe ich nur diese punktuelle Auflagefläche, habe ich eine andere Druckbelastung. Bei der Eisenbahn habe ich eine Druckbelastung von 1000 Megapascal und bei Skyway von 200 Megapascal und hier an der Seite sogar nur von 100 Megapascal. Und ab 500 Megapascal Druckbelastung beginnt der Abrieb bei Stahl. Und deshalb ist es eben so, dass das Ganze eben sich nicht verschleißt. Natürlich nimmt man hochwertigen Stahl, das ist klar, aber das nützt nichts, wenn eben die Druckbelastung zu hoch ist. So, und dann habe ich ja das Thema Luftwiderstand schon kurz erwähnt. Hier ein Vergleich. Wenn man diese optimierte ja, Form hier nutzt, die man schon beim Intercity zum Beispiel verwendet, beim Intercity würde diese Form einen Windwiderstand von 0,2 ausmachen. Wenn das Ganze aber eben ohne diese turbulenten Strömungen, wie ich schon erwähnt habe, stattfindet, nämlich auf der zweiten Ebene, da ist ja nur Luft wenig und
diese Verwirbelungen gibt es da nicht, hat man nur 0,05%. Das heißt nur ein Viertel des Energiebedarfs im Verhältnis jetzt, was man für den Windwiderstand oder den Luftwiderstand benötigt. Ja, und man sagt natürlich auch mal, ja, bei der Eisenbahn hat man das eben so gemacht und jetzt, warum kann man das hier machen, dass es so breitflächig aussieht? Also ich, wie gesagt, bin kein Techniker, aber man hat mir gesagt, das ist so optimiert gemacht, dass man das sich eben leisten kann, sich so breitflächig aufzulegen. Und dazu kommt noch, dass eben durch diese vorgespannten Schienen braucht man auch diese keine Verspaltungen und braucht man auch ja, wie soll ich, wie bei Brücken, wo man diese Schlitze drinnen hat, um einfach die Temperaturunterschiede auszugleichen. All das braucht man nicht bei dem vorgespannten Schienensystem bei Skyway und Skyway löst damit eben auch das Problem dieser thermischen Verformung. So, aber was eben ganz besonders interessant ist, und wir haben ja in letzter Zeit sehr viel darüber gehört, das sind die intelligenten Steuerungssysteme bei Skyway, die natürlich für das System sehr wichtig sind und die jetzt mittlerweile auch Blockchain-mäßig genutzt werden. So, was haben diese intelligenten Steuerungssysteme für Aufgaben? Sie steuern die Bewegung von den Modulen, also von den Fahrzeugen zwischen den Bahnhöfen. Die erfassen zusätzlich Service- und Wartungsdaten, was ja auch wichtig ist. Wenn zum Beispiel ein Fahrzeug jetzt wieder so und so viele Kilometer hat oder wenn es irgendwie Störungen gibt, dann wird das sofort in die Wartung gebracht. Das wird alles über die Blockchain in Windeseile eben weitergegeben. Dann interagieren diese Steuerungssysteme mit den mobilen Apps, also unserem Handy, mit den Fahrgästen. Und sie führen auch noch andere Funktionen aus, die normalerweise über Menschen erledigt werden müssen. So, dann gibt es eine sogenannte Onboard-Echtzeitsteuerung. Das heißt, das Ganze enthält einfach viele Sensoren, Abstandsmessungen zum Beispiel. Ständig werden hier Daten erfasst und an die Leitstelle weitergesendet. Wenn jetzt zum Beispiel irgendeine Störung ist, wird innerhalb von Blitzeile wird ja sofort umgeroutet, wird eine andere Route reserviert und so weiter. All das läuft eben über die Blockchain und die Transportmodule können die meisten Entscheidungen sogar unabhängig treffen, ohne dass irgendjemand eingreift oder dass die Leitstelle hier agieren muss. Hier sehen wir ihn, Junitsky, wie er mit seinem Hund, die wie er so schön sagt, eben vorausläuft, sich sogar versteckt hat. Da gibt es ja ein tolles Video drüber, wie das Ganze eben trainiert wird, dass es eben reagiert, zum Beispiel auch auf wenn einer aggressives Gesicht macht in einem Fahrzeug, wird das sogar erfasst und dann wird das sofort weitergemeldet. Oder wenn es irgendwelche Störungen, wenn irgendein Baum zum Beispiel drüber liegen würde oder wenn irgendetwas wäre, dann würde das Fahrzeug sofort reagieren. Es fährt sogar automatisch rückwärts, wenn Junitsky zurückläuft und so weiter. Ist ganz spannend, sich dieses Video einmal anzuschauen. So, und zwar insgesamt 90 verschiedene Objekttypen können dadurch erkannt werden, auch bei schlechter Witterung, was ja auch wichtig ist. Wie gesagt, das passt sich eben tatsächlich da an die Bewegungsgeschwindigkeit, vorwärts, rückwärts und so weiter. Man hat hier ein Optimum gemacht aus Radar und Kamera und nach allen Seiten und so weiter und braucht damit nicht dieses teure LIDAR-System, keine Ahnung, was das genau ist, aber das muss ich nehme an, das ist das System, das Sie vielleicht für die Autos verwenden. Aber das ist, weiß ich jetzt nicht genau. So, wie gesagt, dieses System funktioniert auch bei wirklich schwierigen Wetterbedingungen, was natürlich entscheidend ist. So, Trassenreservierung und Routing läuft automatisch über diese Steuerungssysteme, habe ich schon erwähnt. Datenerhebung, Analysieren von Daten eben für die Vorhersage von Fehlern, habe ich ja gerade eben schon mal erwähnt. So. Was aber noch viel interessanter ist und was uns auch interessiert, wie die Skyway und die Blockchain zusammenarbeitet und wie sich das überhaupt vom Zahlungssystem auswirkt. Also Skyway hat tatsächlich das Phänomen geschafft, was viele andere große vielleicht gerne hätten, dass die ganze Steuerung über die Blockchain läuft, aber auch das gesamte Zahlungssystem. Die haben einen sogenannten SWG-Token, ein Global Transport Token geschaffen,
Dieses elektronische Zahlungssystem ist gesteuert über die Sensoren in den Schienen, im Drehkreuz, in den Apps von den Handys und so weiter. Beispielsweise, wenn ich jetzt von A nach B fahre oder von A nach C, sagen wir mal so, und ich überfahre B, die Station B, dann merkt das das System. Wenn ich bei C aussteige, merkt es das System auch, weil ich bei D nicht mehr drinnen bin. Und dann wird es sofort übertragen. Es wird mir von meinem Handy abgebucht, zum Beispiel. Und das Geld wird sofort verteilt. Ja? Und zwar auf der einen Seite an die Blockchain-basierenden Transportkontrollsysteme, also da gibt es eben automatisierte Abrechnungen, zum Beispiel die Teilnehmer am Ökosystem, die Bauherren, die Finanzstrukturen, was alles damit zusammenhängt, aber auch eben die Transportagenturen, die Mitarbeiter, die Geschäftsmieter von Transportsystemen, Infrastrukturunternehmen und natürlich an uns Investoren. Das heißt, das muss nicht manuell irgendwo in welche Büros errichtet werden, sondern die Blockchain, der wird ein sogenanntes Smart Contract, dieses intelligente System, wird ein Vertrag erarbeitet, der eben entsprechend die Gelderverteilung macht. Und da kann niemand manipulieren, das wird ohne den Faktor Mensch durchgeführt. So, und das ist eben spannend und wie gesagt, selbst Disposition und Fahrzeugkontrollen, also wenn diese ganzen Dispo-Arbeiten, was zum Beispiel auch beim Flugzeug ist und so, das wird auf das Minimum beschränkt, weil einfach die Blockchain hier vieles regelt. Und diese digitale Währung wird in Zukunft eine Werteinheit sein für ein einheitliches Wirtschaftssystem weltweit. Ja? Man muss sich mal vorstellen, Skyway ist ja wirklich nicht nur Transport, sondern Skyway wird eben Ökohäuser bringen, Fluglandebahnen und so weiter. Das heißt, weltweit haben wir ein einheitliches Geldsystem für die Nutzung für alles, was von SkyWorld in Zukunft entstehen wird. Und diese ganze Automatisierung über die Tarifzahlung, Abrechnungen und so weiter, selbst Spendenaktionen, das kann man alles über diese Smart Contracts eben integrieren. Selbst Bauunternehmer, die für uns bauen, werden dann in SWG-Token bezahlt. Und das wird natürlich dann über Exchanges und so auch machbar sein, dass man das in andere Geldsysteme umtauscht. Viele große Firmen hätten das gerne, zum Beispiel Facebook, probiert es ja jetzt mit ihrem Libra, aber diese Kombination mit der Technologie und dem Geldsystem, sowas wie Skyway jetzt hier auf die Beine gestellt hat, gab es bisher noch nicht. Es ist eine riesen Herausforderung, das muss ich offen sagen, aber Skyway arbeitet eben seit April 17, haben sie die Entscheidung getroffen, arbeitet man dran und eben das White Paper ist ja schon draußen, also es wird ja auch später noch für die einzelnen regionalen Bauprojekte, die finanziert werden, noch einen weiteren Token geben, ein SW-X, das heißt wahrscheinlich für jedes Projekt einen eigenen. Das ist dann eine andere Form, das ist eine wie eine digitalisierte Form von Aktien wahrscheinlich, Aktienpapieren. Wie das ist, das weiß ich jetzt noch nicht genau, aber das werden wir dann erfahren, wenn die ersten Projekte so finanziert werden. So, jetzt kommen wir zu unserem Genie, der das Ganze eben erarbeitet hat, nämlich mittlerweile seit 41 Jahren, Anatolij Edvardovich Junitsky, mittlerweile auch ausgezeichnet mit dem Internationalen Friedenspreis der Slowakei, letztes Jahr im Dezember in Bratislava überreicht. Er ist zudem Mitglied des Bundesverbandes der Astronautik in der UdSSR und Mitglied der Russischen Öffentlichen Akademie der Naturwissenschaften. Und wer eben dieses SkyWorld, das ich euch gleich zeige, kennt, dann sieht man schon, dieses Naturwissenschaftliche spiegelt sich bei Junitsky wieder. Er, der zur Schule gegangen ist in einem Ort, das durch Tschernobyl zerstört wurde, hat an seiner Vision festgehalten bis heute und hat eben dann auch sein Spaceway, das ja sein großer Traum wird, jetzt in erster abgespeckter Version realisiert in Skyway, dass er jetzt vorantreibt. Und seine große Vision möchte er gerne auch noch realisieren. So, natürlich ist er Autor und Verfasser von vielen wissenschaftlichen Arbeiten, aber das, denke ich, spare ich mir jetzt. Zusammengefasst findet man das alles auf der junitsky.com-Seite. Da kann man zurückverfolgen bis 1977, was alles bei Skyway passiert ist.
Unter anderem zum Beispiel diese zahlreichen Patente, ja, oder Zertifizierungen wie hier nach ISO 9001 oder nach ISO 14001, das ist die Umweltfreundlichkeit durch die SAI in Australien. Dann hier zahlreiche Patente eben für die Fahrzeuge und für die Technologie. Dann hat er sogar die ISO-Zertifizierung in Thüringen bekommen. Und zwar für das Unternehmen, bitte nicht verwechseln mit der Technologie. Hier geht es um die Unternehmensführung. Aber mal ganz ehrlich, wenn die Unternehmensführung passt, dann wird das andere auch passen, weil das wird natürlich hier nach deutschem Maßstab schon straff kontrolliert. Ich habe sowas schon mal mitgemacht, also glaub mir, das ist keine Kleinigkeit, sowas zu bekommen. So, dann ist er Mitglied des Internationalen Verbandes für öffentlichen Personennahverkehr, hat mittlerweile den dritten Golden Chariot bekommen für die Technologie, das ist der Oscar im Transportbereich, für Architektur und. Ich gehe jetzt gar nicht mehr auf alles einzeln raus. Natürlich hat er sich auch die Marke sichern lassen. Mittlerweile schon die dritte Finanzprüfung. Man muss ja, wenn man an die Börse gehen will, muss man ja jedes Jahr eine Finanzprüfung machen. Wiederum mit Bravour bestanden, ganz wichtig. Und nicht von irgendjemand, sondern von einem der Big Four, Pricewaterhouse, Deloitte, die, ich glaube, von KPMG war es diesmal, ich bin aber nicht ganz sicher. Also es machen immer diese Big Four, machen hier die Finanzprüfung. Und hier sieht man, 90% ist aus Eigenmitteln, das heißt auch aus unseren Geldern, die unterstützt, die das Ganze unterstützen, finanziert werden. Und nur 10% sind im Moment Kredite. So, das Ganze muss natürlich, erstmal wird die Idee geboren. Wie gesagt, die Idee ist schon ein bisschen älter. Dann muss ein Businessplan erstellt werden. Dieser Businessplan hat vorgesehen, ursprünglich drei Linien in diesen Ökotechnopark, der nach dem dritten Anlauf, eben erst Ossory, Moskau 2.1 bis 2.9, dann Litauen, wo es eben diesen Trouble gab, wo man ihn als Spion bezeichnet hat, und jetzt in Minsk. Das ist eben das Bild aus dem Businessplan. Man hat ursprünglich drei Linien geplant, nämlich Fracht, Durchhänge, Leichtlauf und eben Highspeed. Highspeed muss leider, weil man dort eben nicht die genehmigt hat, die 22 Kilometer ist an der 16. Instanz gescheitert, hat man das Ganze jetzt verlagert nach Dubai. Da komme ich dann gleich noch dazu. So, rechts im Bild ist ein ganz aktuelles Bild eben vom diesjährigen Ökofest. Man sieht hier schon, hier ist die Trasse, die für Schwerlast und für Seekontainer eben für die Emirates notwendig ist. Hier haben wir die schwere Last und Highspeed, also die starre Konstruktion. Hier haben wir eine Konstruktion für Uniwind, diese ganz leichte Trasse. Hier hinten haben wir eben diese Trasse. Und da hinten ist noch, da sieht man eben die Be- und Entladungsstelle eben dieser Frachttrasse. Also insgesamt sechs verschiedene Trassen gibt es mittlerweile, Moment nochmal zurück. Diese hier war noch nicht ganz fertig beim Ökofest. Also ich denke, werden wir wahrscheinlich jetzt auch bald erfahren, dass sie fertig ist. So, dann gibt es ein weiteres Innovationscenter, wo er die beiden Grundstücke, also eigentlich wird es in Zukunft drei geben, die beiden Grundstücke dafür, einmal für das SWIC in Sharjah, hat man ihm umsonst gegeben, nämlich einmal 28 Hektar für diese hier im Stadtbereich Sharjah. Das ist hier dieses Gelände. Das habe ich schon besuchen dürfen, die Baustelle. Und dann kommt noch ein zweites 200 Hektar Grundstück für die Highspeed-Strecke in Abu Dhabi. Dort wird aber dann nicht nur die Highspeed-Strecke entstehen, sondern auch Hyper-U. Das ist diese Strecke in der Vorvakuum. Mit diesem Vorvakuum. Warum baut er das? Weil es eben schon Bestellungen hierfür gibt und deshalb muss er das auch machen und das wird auch in Abu Dhabi entstehen. Dort wird ein drittes Innovationscenter eben oder Teststrecke entstehen. So, dieses Innovationscenter hier in Sharjah enthält insgesamt öffentlich Personennahverkehr, Güterverkehr, superleichte Trasse, eben das in dem Rohr. Und mit unterschiedlichen Trassen. Dann gibt es FIP-Fahrzeuge. Das eine werdet ihr dann sehen, ist ja schon unterwegs nach Sharjah. Dort muss man auch eine enorme Beförderungsleistung bewältigen, nämlich 30.000 bis 70.000 pro Stunde. Also da gehört sich schon was dafür. Und natürlich die schweren Container werden dort auch
getestet mit 35 Tonnen. Das braucht man für die Hafenlösungen, die sogenannten Seekontainer. Und ich habe mir das in Hamburg ja angesehen vor kurzem. Ui, die Dinge sind schon groß. Ja, also das ist mir schon klar. Da braucht man schon ganz andere Sachen. Und hier geht es natürlich auch um Baumaterial, Kies und so weiter, was man dort eben in den Emiraten sehr stark braucht und was sonst noch ist. Grüne Technologien wie Humusbepflanzung, Bahnhöfe, Empfangsgebäude und auch diese Ökohäuser, da werden wir wahrscheinlich in nächster Zeit mal auch Informationen drüber bekommen. Wurde zumindest so angedeutet, vielleicht schon jetzt Anfang Oktober weitere Informationen. Und wie gesagt, die Hochgeschwindigkeitsstrecke in Abu Dhabi, das habe ich erwähnt so. Aber Junitzki ist ja, wie gesagt, ein Genie. Er hat ja nicht nur Trassen, sondern er hat mittlerweile Fußgängerbrücken auf seine Stringtechnologie. Es soll auch hier richtige Straßenbrücken geben. Das werden die Italiener wahrscheinlich bald brauchen, weil dort sprengen sie ja die Brücken so gerne. Dann Fluglandebahnen, wie gesagt, dann sollen hier diese linearen Städte entstehen, die einfach nach einem speziellen System neu entweder aufgebaut werden oder eben angebaut werden, integriert werden. Also das ist ein weiterer Teil. Das heißt, hier wird Transport und Häuser miteinander verknüpft. Dann eben hier die sogenannten Ökohäuser. Hier besteht riesiges Interesse, so viel kann ich euch sagen. Das ist einfach, und ich muss ehrlich sagen, ich finde die fantastisch. Es war ja vor kurzem auch ein Video, wo Alexei in dem Ökohaus, das jetzt neben dem Ökopark innen eben gezeigt wurde, ich fand das klasse. Da war oben dann noch eine, nicht wie hier, sondern da war hier in der Mitte alles Glas, eine Glaskuppel und unten drunter war praktisch ein Raum, wie eine Art Wohnraum mit einem Kachelofen, wo man sogar oben drauf liegen konnte. Also die sind irgendwie total super innen auch ausgestattet. Ich war total fasziniert, weil ich gesagt habe, okay, so ein Haus baue ich mir auch mal. So, um diese aber bepflanzen zu können, braucht man speziellen Humus und natürlich auch teils für, ich sage jetzt mal, Gelände anzulegen, die heute nicht eben möglich sind. Also auch da hat er die Vision auszuhelfen. Es ist extrem spannend, was hier in Zukunft bei Skyway und Junitzki seinen Ideen noch passieren wird. So, um aber die ganzen Strecken bauen zu können, über dem Wasser zum Beispiel oder eben im Gebirge, braucht man sogenannte Flugdrohnen. Sowas gab es natürlich nicht, bisher nur bis 250 Kilo Last möglich. Junitzki hat mal ganz schnell innerhalb von ein paar Monaten oder einem solchen Jahr gewesen sein, einen Hubschrauber umgebaut, sodass man 1,5 Tonnen Belastung haben kann. Kein Mensch konnte das schaffen. 10 Jahre haben sie gebraucht. Junitzki macht das innerhalb kürzester Zeit. Dann hat er so ganz nebenbei noch ein Unimobil für Behinderte entwickelt. Dieses Unimobil, wo in der Rollstuhlfahrer reinfahren kann und sitzen bleiben kann und nicht aussteigen muss oder auf dem Sitz springen und eben er dich raus kann. Dieses Unimobil wird aber Junitzki nicht selbst herstellen. Das wird er versuchen, eben jemanden zu verkaufen und davon eben prozentual zu profitieren. Und das Geld, das er für die Entwicklung brauchte, wird er dann wieder zurückbekommen und wird dann wieder, naja, ich sag mal, seine neuen Ideen oder das, was notwendig ist, eben damit finanzieren. So, und natürlich gibt es auch kleine Flugdrohnen. So, jetzt haben wir hier die Fertigungshalle. Da hören wir heute noch was davon, nämlich von dieser Halle, die ganz neu ist. Aber hier nochmal das Bild. Das ist die Fertigungshalle für die Prototypen und für die Miniaturen. Hier sind schon Serienfertigungen drinnen und das ist eine ganz neue. Da werde ich euch heute noch ein bisschen was dazu erzählen. So, vermarktet wurde das Ganze natürlich über Messen, weil wenn es keiner kennt, dann wird es auch niemanden interessieren. Das begann 2016 erstmals mit der InnoTrans in Berlin, wo man die ersten Fahrzeuge eben gezeigt hat und keiner hat das sich vorstellen können, dass sie in dieser kurzen Zeit Fahrzeuge bringen. So, es gab natürlich in aller Herren Länder, Indien, Indonesien und so weiter, Russland, Moskau, Messen, aber dann letztes Jahr wieder 2018 in Berlin. Die weitere InnoTrans, wo man dann das Highspeed-Fahrzeug vorgestellt hat. Also ich weiß es nicht, aber ich denke, nächstes Jahr wird die InnoTrans ausfallen, weil da die Expo in Dubai ist. Und da denke ich mal, wird Junitzki nach Dubai gehen. Na, dann gibt es natürlich
seit Dubai, seit eben die sich offen bekannt gegeben haben und die Fahrzeuge vorgestellt haben. Hier sieht man es ein bisschen, beim Ökofest hat man sie auch gesehen mit RTA Dubai, das ist der öffentliche Nahverkehr, oder eigentlich wie bei uns die Deutsche Bahn, ist dort die RTA. Die haben sich ja offen dazu bekannt. Und seitdem ist das ganze Internet voll. Viele Artikel sind geschrieben von den SkyPods, so nennen die das. Die wollten den Namen einfach so. Aber mittlerweile ist auch Deutschland aufgewacht. Der V, das hat mir der Wohlfahrt selbst geschickt. Ein Artikel im Verkehrspunkt Deutschland. Urban Transport hat geschrieben und ganz neu eben vor ein paar Wochen Vivendi. Hier unten, ich habe es eingekreist, Transportsystem der Zukunft, also die haben sich auch mal getraut und haben es nicht zurückgenommen wie bisher alle anderen. So, ja, wenn man etwas unterstützen möchte, fragt man sich natürlich, gibt es überhaupt einen Markt für dieses Transportunternehmen? Also Markt gibt es überall weltweit, Zielsetzung ist extrem hoch. Gespräche gab es hier in diesen ganzen Ländern, die ich jetzt nicht ins Detail aufzähle. Aber konkret werden wir in Malaysia im Moment, in Peru, Moskau, Mongolei. So, viele wussten nichts von Malaysia. Wir haben mal gehört, da waren Delegationen da. Kaum wusste jemand was von der Mongolei. Und plötzlich ist dann bei der Token-Seite angegeben, dass es dort losgehen soll. Also wir sehen hier schon, dass hier vieles im Geheimen gehalten wird. Ganz interessant ist auch Tallinn, da wird es auch mit Teststrecken beginnen. Hier geht es um eine Hafenlösung. San Bernardino steht im Moment, da geht es um die Zahlung, die nicht geleistet wird. Aber das ist auch nicht wichtig, denn der Fokus ist im Moment, und er hat ja auch nur begrenzt Personal, auch wenn wir jetzt schon über 1000 Leute beschäftigt haben bei Skyway. Aber trotzdem ist das viel zu wenig, um eben weltweit überall Baustellen zu beginnen. Und man muss das Ganze einfach Schritt für Schritt machen. Und der Start ist eben in den Emirates mit den ersten 15 Kilometern in Dubai. So, hier nochmal die Geschäftsprojekte, die ich gerade angesprochen habe. Inselverbindung in Malaysia. Hier geht es um Kohlentransport. Da weiß man noch nicht, wird man hier so auf einer Trasse das machen oder macht man es mit Fahrzeugen. Das weiß man noch nicht so genau, aber es soll nächstes Jahr losgehen. Dass es funktioniert, dass es gemacht wird, steht nur die Art, wie es gemacht wird, weiß man noch nicht. So, dann hier in der Region Moskau, da geht es auch um Größeres, nämlich Verbindung von der Innenstadt mit Flughafen, dann außen herum ein ganzer Ring mit 250 Kilometern und natürlich hier in den Vereinigten Arabischen Emiraten, da wird noch einiges kommen, nur halt eben unter Verschwiegenheit bisher alles bis auf die 15 Kilometer mit den 21 Stationen. Das ist ja keine Kleinigkeit. So, dann gibt es hier diesen Claudio Arzola Zures. Das ist ein peruanischer Geschäftsmann, der sich um die Präsidentschaft bewirbt. Und seine Vision ist, und er hat auch schon hier die Unterschrift für Newski, wenn das dann funktionieren würde, ja, er möchte in Peru insgesamt 15 neue Städte aufbauen und die verbinden mit Skyway. Also das ist hier kein kleines Projekt, das ist schon der absolute Knaller. Aber der Mann ist halt einfach klug. So, dann die Highlights waren, wie gesagt, die World Government Summit, habe ich erwähnt, wo erstmals Unitsky Module mit dem RTA Dubai gezeigt wurden. Also wir haben sie ja in Minsk dieses Jahr auch bewundern dürfen. Das war im Februar. Dann war natürlich sein 70. Geburtstag. Hier hat er die dritte Version seines Buches, die Monographie der schienengebundenen Seilsysteme, herausgebracht. Ich habe es mittlerweile, das Buch. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Ja, hier, das ist dieses Buch. Es ist sehr, sehr dick. Viele, viele Bilder in Englisch mittlerweile auch. Hochinteressant. Allein die Bilder sind schon so spannend. Also, und dieses Buch hatte dann eben auch in Sharjah dem Scheich überreicht, der auch Autor ist von wissenschaftlichen Schriften, literarischen Werken und so weiter, eben im Zuge seines Geburtstages im April. Hier signierte eben, und dann kam die Sensation eben mit den 15 Kilometern, den 21 Bahnhöfen durch den Scheich von Dubai. Und dann kam eine weitere wichtige Information, nämlich dass Skyway in die Liste der UNO-Expertenprogramme aufgenommen worden ist. Und diese Sache ist echt nicht zu unterschätzen, denn hier geht es um Nachhaltigkeit, um Entwicklung bis 2030, dass man eben neue
neue Sachen eben reinbringt, die eben nachhaltig die Umwelt verbessern und eben den Planeten schützen. Und da ist eben Skyway mit integriert. Ich habe es selbst gesehen, meine Tochter hat es als Projekt mit nach Hause gebracht. Und mal schauen, vielleicht kriegen wir das Projekt. Aber wie gesagt, das war ein ganz wichtiger Schritt, dass man hier diese Anerkennung dem Unternehmen gegeben hat. So, dann kommen wir zu den letzten Informationen, die wir bekommen haben. Natürlich bekommen wir im Moment keine, wo wird gebaut. Das ist alles unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Wir bringen immer so ein Stückchen, wirft man uns jetzt hin. Das ist aber auch notwendig, weil der Kampf wird noch härter werden, denke ich mal. Und wir wollen ja, dass das Ganze sich realisiert. So, dieses tropische Unicar ist mittlerweile unterwegs nach Sharjah. Es ist ein FIP-Fahrzeug, speziell eben für den Betrieb mit klimatischen Bedingungen des Nahen Ostens. Es hat einen zweifachen Hauptspeichersatz zur Steigerung der Reichweite. Optimiertes Kühlsystem, was dort natürlich wichtig ist. Also als ich dort war, hatten wir über 50 Grad. Das war nicht so lustig. So, dann haben Sie ein doppeltes Mikroklimasystem, wie gesagt, das ist auch wichtig, und eine spezielle Fahrgastzelle eben in FIP-Ausführung. So, und Entschuldigung, dort werden natürlich in Sharjah wird viel passieren. Man wird in Sharjah Tests machen und Zertifizierung eben für die tropischen Bedingungen und für die Bedingungen, die dort eben im Nahen Osten notwendig sind, mit allen Transportmitteln. Man wird ein eigenes Forschungslabor aufbauen und eben die technisch-wissenschaftliche Basis für weitere Entwicklung der Technologie dort schaffen. Das ist wie eine Innovation, das ist wie das Silicon Valley in Amerika drüben. So wird dieses Sharjah, das Silicon Valley von dem Nahen Osten werden. Also ein ganz wichtiger Punkt, dass man dort integriert wurde. Man hat ihm sogar das ganze Innovationscenter umgeplant, damit man Skyway integrieren konnte. So, ich habe euch ja versprochen, zum Thema Seilbahn erzähle ich euch noch ein bisschen was. Man hat hier eine neue Information rausgegeben und das war für mich heute ganz spannend, das auszuarbeiten. Ich wusste natürlich, dass Seilbahnen interessant sind für viele, aber dass sie die Effizienz fehlt von dem Kostenfaktor und so weiter. Warum? Hier sind die Nachteile schon mal eben gut dargelegt. Hohe Bau- und Montagekosten, vor allem im Gebirge. Auch im Verhältnis natürlich zur Effizienz. Ja? Das Ganze wird erst bei langfristiger Nutzung wirtschaftlich. Ein wichtiger Faktor. Hoher Zeitaufwand, besonders bei großer Entfernung, auch bei hoher, in Anführungszeichen, Geschwindigkeit, weil es einfach wesentlich langsamer ist wie eben das Skyway-System. Dann Probleme beim Transport von kleindispersen Gütern. Also das sind irgendwie chemische Güter, die aus zwei oder mehreren Substanzen bestehen und die könnten durch Frost eben geschädigt werden. Ich habe mal wieder gegoogelt, damit ich auch nicht dumm bleibe. So, dann ist keine automatische Ladung möglich. Kann euch eins auch sagen, nicht nur das. Die Seilbahnen sind auch nicht ganz so flexibel, die brauchen einen größeren Radius, wenn sie Kurven machen und so weiter, wie Skyway ist das auch gerade in Stadtlösungen, ist das ein wichtiger Faktor, wenn es eng wird. Dann ist das Ganze nicht risikofrei, ihr habt es schon mal mitbekommen, dass irgendein bei einem Seil gerissen ist und dass ja, was abgestürzt ist. Ja, wo liegt der Unterschied beim Seil und bei der Schiene? Wie gesagt, das Seil ist geschützt im Beton, vorgespannt in einer Schiene und kann nicht abgerieben werden, wie bei der Seilbahn zum Beispiel. Und wenn sowas natürlich passiert in einem Ort oder in einem Baugebiet, wo Menschen leben, ist das gar nicht mehr spaßig oder bei Straßen. So, dann Austausch habe ich heute schon mal erwähnt, alle 6 bis 8 Jahre, manchmal sogar noch einen kürzeren Zeitraum, muss eben das Seil ausgetauscht werden. Oder irgendwelche Hauptelemente. Das ist natürlich sehr kostspielig, was bei Skyway nicht der Fall ist. Da ist das Ganze viel, viel langlebiger. Wie gesagt, von der Schiene spricht man von 50 bis 100 Jahren. Und dem ganzen System, das ist viel, viel wartungsärmer als das, was man hier jetzt hat. Dazu kommt, zum Beispiel bei diesen Hybrid-Variationen von Ropecon, das ist von Doppelmayr, die ja sehr aktiv sind, eine sehr renommierte Firma.
Die arbeiten auch mit Plastikrädern, eben wegen der Geräuschdämpfung, was Skyway auch nicht hat. Die machen es mit der Geräuschdämpfung auf dieser glatten Schiene ganz anders, wie durch diese Rollen bei der Seilbahn. Das wird natürlich richtig scheppern. Dadurch ist das Ganze nicht so langlebig und hat einen geringeren Nutzungseffekt, Energiekosten. Und was auch entscheidend ist, die Entladung ist nur am Ende möglich. Also die können nicht eine Zwischenstation machen und B und entladen, was scheinbar hier bei Skyway entscheidend besser ist. Und vor allen Dingen könnte man ja auch diese Container zum Beispiel, kann man zwischen entladen. Sieht man ja hier. Hier wird einfach hier der Container abgehoben an einem Seehafen und eben wegtransportiert. So, und Skyway, wie gesagt, hat, und das ist auch das Besondere, sie haben Fahrzeuge für Schüttgut, sie haben Fahrzeuge für Stück- und Flüssiggut, sogenannte Unitrack, das andere ist das Unitrans. Unitrans, Schüttgut, das sind diese Bänder, wo eben das Schüttgut läuft. Und dann gibt es noch die Container natürlich, zum Beispiel für die Seehäfen. Man kann zugleich auf der Schiene natürlich auch Passagiere befördern. Die Arbeitskräfte, die in den Häfen zum Beispiel oder in Lagerstätten arbeiten, im Prinzip im Frachtbereich alle Möglichkeiten, die man braucht, abgedeckt. Und das ist natürlich viel komfortabler und viel nutzvoller als die Seilbahn. Und so denke ich, wird sich das natürlich auch entsprechend durchsetzen. Hier nochmal ein Vergleich zum Beispiel beim Schüttgut hier. Das ist das Unitrans zum Beispiel bei Skyway. Und das ist ein normales. Und hier haben wir einen Vergleich. Hier, das geht nur 5 bis 10 Kilometer. Hier kann man das Ganze bauen bis zu 500 Kilometer. Das ist natürlich gewaltiger Unterschied. Dann Slope, das ist die Steigung. Hier bis zu 10%. Hier im Moment bis 15%. Und im speziellen Bereich sogar bis 30% möglich. Ist auch ein entscheidender Faktor, wenn es um Steigung übers Gebirge oder so geht. Dann Geschwindigkeit liegt hier bei 1,5 bis 4 Meter pro Sekunde und hier haben wir 5 bis 10 Meter pro Sekunde. Also auch die Geschwindigkeit ist wesentlich höher. Haltbarkeit von den Riemen, ja, Riemenlebensdauer haben wir hier 2 Jahre und hier 25 Jahre. Also man sieht schon, das ist auch bei diesen Transportsystemen mal von den Kilometern abgesehen auch ein gewaltiger Vorteil. Und das wird wahrscheinlich oder ist eine Möglichkeit, dass man das vielleicht in diesem Kohlebereich da in, nicht in Malaysia, in, ja, in Russland da drüben eben macht. So, dann gab es einen neuen Bericht in der Belarus Today. Ich habe es hier mal markiert, ja, weil das fand ich jetzt spannend. Hier spricht man natürlich über die Entwicklungsperspektiven von Skyway und einen Satz fand ich sehr spannend, nämlich im Internet werden die schleppenden Entwicklungen von Hyperloop und die Testfahrten von fahrerlosen Autos in Amerika, die nicht ohne Skandale vonstatten gehen, heiß diskutiert. Also, der Artikel ist wunderbar, denn dazu habe ich noch ein wunderbares Video, das werde ich euch dann gleich zeigen, wo man nämlich diese neuen Visionen miteinander vergleicht. Komme ich gleich dazu. Aber vorher noch, es wurde diese Halle, die ich euch gezeigt habe, die da hinten, hier sehen wir es nochmal schön, wurde jetzt in Betrieb genommen. Hier die Generaldirektorin, das heißt Junitskis Frau, Kozareva Nadescha ist ihr Vorname, Kozareva. Und eben mit Alexei Savin, dem stellvertretenden Generaldirektor für die Produktion, wurde das rote Band durchschnitten. Die Halle ist sehr groß, sehr, sehr wichtig eben für die schnelle Organisation der Kleinserienproduktion, die jetzt in den Emirates benötigt wird, für Metallkonstruktionen, für das Rollmaterial, das man jetzt braucht und für weitere Bauteile für die Versorgung der Projekte eben in den Emiraten. Hier sehen wir sie, die Halle von innen. Das ist das Gelände mal von oben. Ist ein wunderschönes Bild, finde ich. So. Dann gab es einen Bericht, wo man sagt, wie Skyway die Sterblichkeit auf den Straßen vermeiden möchte. Es ist nicht lustig, ja, was hier passiert. Das ist jetzt eine Statistik aus Russland. Wir haben am Anfang ja unsere gesehen. Diese Zahlen, die wir hier in Russland haben, sind fast identisch mit uns im Jahr. Und das ist aber ein Vierteljahr. Und zwar
Leser hier, diese 31.500, sind in 3 Monaten durch Alkohol passiert, ja, diese Unfälle. 3.023 Tote und 41.000 Verletzte, die in einem Vierteljahr passiert sind. Im Vergleich, die Toten sind wir bei uns in Deutschland bei 3.200 und noch irgendwas und hier sind wir bei 69.000 Schwerverletzte. Ja, also das ist absolut nicht lustig. Und in vielen Ländern, auch in Schweden macht man oder in Russland macht man sich Gedanken drüber. Wie sieht es denn aus? Wie kann man diese Verkehrstoten oder auch diese schweren Verletzungen vermeiden? Und in Schweden gibt es zum Beispiel die Vision Zero Konzept. Die haben zum Beispiel jetzt die Straßen anders angelegt. Die Straßen sind 3,5 Meter breit, zweispurig und es gibt noch einen weiteren Seitenstreifen mit 3 Metern. Und die machen das irgendwie zweispurig und Seitenstreifen, paar Kilometer und die Gegenspur ist einspurig und dann wechseln die das Ganze. Warum das so ist, aber scheinbar haben sie großen Erfolg. Sie haben also wirklich die Verkehrstoten halbiert. Dann gibt es natürlich noch weitere Faktoren, die dazu die mit reinspielen, Kreisverkehre und so weiter, Fahrzeugsicherheit, also mehr Airbags, da sind die ja sehr fortschrittlich, die Schweden. So, in Russland hat man versucht, das Problem zu lösen über die Optimierung der Straßengegebenheiten, eben bessere Straßen, Infrastrukturverbesserung, Erhöhung der Professionalität von Berufsfahrern, also bessere Ausbildung, härtere Anforderungen bei der Kfz-Hauptuntersuchung. Nur die Russen scheinen hier da belehrbar zu sein, die umgehen das Ganze, so wie ich das gelesen habe, mit allen Tricks und Möglichkeiten und die müssen mit fürchterlichen Autos rumfahren und so ist das Ganze natürlich sehr gewinnbringend, nämlich es nützt gar nichts. Und da wäre natürlich Skyway eine gute Lösung. Erstens mal, wir haben keine Kreuzungen, somit keine Kollision. Zweite Ebene, habe ich jetzt wiederholt. Blockchain-Steuerung, Warnsysteme, kein Faktor Mensch, intelligente Systeme. Und das habe ich euch ja schon erklärt mit Junitski, mit seinem Hundi. Ne? Und das wäre natürlich gerade in Russland ein gutes Problem auch. Ja, vor allen Dingen das Thema Alkohol. Dann gab es ein wunderschönes Video, schaut euch das mal an, ein paar Bilder draus. Die Atmosphäre im Ökotechnopark. Wunderschön hier diese Bilder, also unglaublich, einmal nachts, dann in Abenddämmerung, also oder am Morgen wirklich hier. Ein schönes Video, das ich euch nur empfehlen kann, mal anzusehen. So, dann hat man einen Bericht gemacht, wer ist für die Sicherheit vom Transportsystem verantwortlich. Also man stellt jetzt nach und nach die Konstruktionsbüros und so weiter vor. Es gibt mittlerweile 86 Konstruktionsbüro. Heute geht es um dieses, nämlich um Berechnung von Baukonstruktionen. Deren Verantwortungsbereich sind vor allem die Strukturen, Ankerstützen, Zusatzverbindungen und so weiter. Und derzeit befasst man sich eben mit den Bahnstrukturen, die der IN-Norm über die Sicherheit von Maschinen entsprechen. Also das ist ein internationaler Standard, der die Kriterien und des Produkts und seiner Funktionen für Lagerung, Transport, Vertrieb, Entsorgung und so weiter eben definiert. Man muss ja immer so gewisse Standarten eben erfüllen und die sind eben für diesen Bereich zuständig. Skyway geht immer mehr in die Information, eben damit wir auf den Laufenden sind. So, ich habe euch ja versprochen, es gibt ein tolles Video, in dem es eingegangen wird, eben Kanal Top 5 hat hier drüber berichtet, nämlich über die Visionen, die größten Visionen. Vision 1, da geht es um Hyperloop One, habt ihr vielleicht schon gehört. Ich kriege immer die Krise, wenn jeder mir sagt, oh und Hyperloop und ich sage es euch ganz ehrlich, wollt ihr solche Monster in Deutschland haben? Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass sich das groß durchsetzt. Wenn dann vielleicht an speziellen Bereichen mal von den Kosten abgesehen, ja, und von dem Standard, wo sie jetzt stehen, sie haben jetzt ein paar Meter jetzt irgendwo in der Wüste, sind die noch weit entfernt eben davor, dass sich das Ganze realisiert. Aber wie gesagt, naja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man sich so etwas antut, wenn es nicht notwendig ist. Ganz zu schweigen eben von dem ganzen Standard. Seht euch das mal an, wenn sowas in der Stadt wäre, über euren Köpfen, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich sowas in einer Stadt realisiert.
So, jetzt schauen wir uns mal im Vergleich das filigrane System an von Skyway. Hier, das kann man nicht vergleichen. Ja, und das kann man leicht in der Stadt. Hier wirft das Fahrzeug vielleicht mal kurz einen Schatten, wenn überhaupt. Ja, das ist kein Vergleich. Und dann gibt es noch die dritte Vision, nämlich die sogenannten Robomobile. Hier sieht man schon ausgestattet mit den Sensoren. Und da haben wir ja das letzte Mal schon gesagt, da wird es wahrscheinlich noch viele Tote geben, bis das Ganze entsprechend ausgereift ist. Sieht schon spannend aus, muss man sagen. Aber mal ganz ehrlich, Roboter hin oder her, also das sind ja Roboter hier, die ja ohne uns fahren und Fracht ausfahren. Aber wir brauchen wieder die Straße. Das größte Problem, das wir ja haben, wir haben ja keinen Platz für Straßen. Was nützen die besten Robomobile, die alleine fahren, wo ich drinnen sitze und denke, wunderbar, ich kann lesen dabei, wenn der Platz auf der Straße nicht da ist und ich stehe weiter im Stau. Natürlich wird es diese Möglichkeiten geben in der Zukunft. Soll es ja auch. Ja, es wird immer verschiedene Transportmöglichkeiten benötigen. Aber ich sehe hier in diesem Beispiel keine Konkurrenz eben für Skyway, sondern einfach einen Mitstreiter auf dem Transportweg. Und dieser Online-Artikel hat eben gesprochen über, also auch ein Video über diese drei Möglichkeiten. Kann es nur empfehlen, spannend, es ist russisch, aber die Bilder alleine sind wunderbar. So, dann das Online-Journal TechCult hat den zweiten Artikel in diesem Monat geschrieben und berichtet über Skyway, nämlich hier vergleicht der Autor das klassische Transportsysteme mit Skyway in Bezug auf eben Effizienz. Das sind ja die größten Probleme, schädliche Einwirkung auf die Umwelt und Gefahr beim Fahrbetrieb. Ein toller Artikel und ich habe das hier rot markiert. Der wichtigste Vorteil des Skyway-Systems, der alle anderen Konzepte in den Hintergrund stellt, ist seine vollständige Realisierbarkeit. Und dieser Satz sollte alles sagen. Das ist kein Projekt, welches nur auf Zeichenbrettern der Ingenieure existiert, sondern eine durchgearbeitete Technologie, die bereits in die Tat umgesetzt wurde. So der Autor. Ja? Und dieser Satz, den musste ich einfach rot markieren, der sagt einfach alles aus. Also man sieht, die Presse stürzt sich im Moment auch auf Skyway. Ich habe hier noch einen interessanten, ich wollte euch eigentlich das Video dazu zeigen. Vergleich, ganz neu jetzt heute reingekommen. Vergleich Monorail mit Skyway. Es werden jetzt immer mehr solche Vergleiche kommen. Und leider kann man das nicht über YouTube spielen. Das funktioniert bei dem Tool nicht mehr. Und die Aufnahme ruckelt, das macht keinen Spaß. Aber die wichtigsten Informationen raus sind erstmal die Streckenlänge. Bei Monorail beläuft sich auf 50 Kilometer, während Skyway überhaupt kein Limit hat. Der Traffic-Intervall, das heißt die Verkehrsintervalle, bei Monorail kann man fahrplanmäßig alle 5 bis 20 Minuten fahren, je nachdem. Bei Skyway alle 20 bis 50 Sekunden, schon ein Unterschied. Maximale Geschwindigkeit Monorail links 70 Kilometer, rechts, also bei Skyway 150 Kilometer. Urbankomplex heißt Stadtkomplexe. Dann die Schienenfahrzeuge von Monorail sind auf Pneumatic Tyres, also auf Luftreifen, in der Regel gebaut. Und bei Skyway natürlich völlig autonome Fahrzeuge auf Stahlrädern, somit viel länger haltbar als Luftreifen, die sich natürlich entsprechend schnell abnutzen. Und die Verkehrskapazität ist bei Monorail bei 137.000 Passagiere pro Tag und bei Skyway liegt sie bei 500.000 Passagieren pro Tag. Also das ist schon ein kleiner Unterschied. Und wer weiß, wie sich das Ganze noch entwickelt, wenn man eben die Fahrzeuge entsprechend anpasst. Also ich denke, diese Statistik ist noch mal ganz interessant gewesen zum Abschluss. Und ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen vielleicht noch mal das Wissen etwas näher bringen. Und ich bedanke mich hier für eure Aufmerksamkeit und freue mich über jeden, der diese geniale Transporttechnologie unterstützt, denn in einem bin ich mit unserer Greta einer Meinung. Bei dieser Umwelt muss irgendwas passieren,
aber natürlich mit seriösen, ernsten Möglichkeiten. Und ich hoffe, dass diese Möglichkeiten nicht geblockt werden, denn Skyway könnte tatsächlich hier einen wichtigen Faktor im Umweltbereich leisten und wird es meiner Meinung nach auch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und einen wunderschönen guten Abend.